Esther Villa, meine Damen und Herren, die immer wieder mit eigenwilligen Thesen ihr Publikum schockiert, hat ein neues Buch geschrieben. Es handelt von der Dummheit. Esther Villa ist heute Studiogast bei uns. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Roman Die Erbengemeinschaft von Gerhard Köpf und sehen ein Porträt des Bachmann- und Döblin-Preisträgers Gerd Hoffmann. Den Anfang machen wir mit Martin Walser und seinem neuen Buch. Der Schwabe Martin Walser schrieb bislang mit Vorliebe über Privates. Er ist ein Spezialist komplizierter Seelenstrukturen, vor allem männlicher Seelenstrukturen. Und er lässt immer wieder konfliktgequälte Ehe- und Liebespaare ihre Zimmerschlachten ausfechten, dass zumindest die verbalen Fetzen fliegen. Jetzt hat Martin Walser ein ganz anderes Buch geschrieben, Dorle und Wolf. Es ist eine Novelle, eine Agentennovelle. Symbole der Trennung, der Teilung. Nicht nur als sichtbare Trennstriche im Lebensraum, auch als unsichtbarer Riss durch Seele und Geist. In seinem neuesten Werk vollzieht Martin Walser Trennungen auf vielerlei Ebenen. Er setzt seinen Helden, der von drüben kommt und sich in der Bonner Polizszene einnistet, Trennungen in verschiedenen Formen aus. Auch in seinen Beziehungen zu Frauen. Walser liefert so einen Katalog der Grenzen und dessen, was sie trennen, was sie verbinden. Symbol der Trennung schlechthin. Trennung mit politischer und sozialer Wirkung. Der eiserne Vorhang. Wer ihn zum Thema macht, muss Privates und politisch-öffentliches aufeinanderprallen lassen. Jeden Tag, jeden Augenblick und immer wieder quält uns die Frage, quält alle hier auf dem Rudolf-Wilde-Platz die bohrende Frage, was können wir noch tun, um die Entwicklung beeinflussen zu helfen? Einer will etwas tun. Der Held von Martin Walsers Novelle Dorle und Wolf ist Agent für die DDR. Weil er überzeugt ist, auf diese Weise zur Ausbesserung des Risses beizutragen, der zwei deutsche Staaten trennt. Ein Thema für einen Polit-Thriller? Ich habe das Genre nicht als solches ernst genommen und zu erfüllen getrachtet. Das ist nicht mein, das kann ich gar nicht wollen. Ich habe mich, ob man das kann, das ist eben die Frage, ich habe mich am Genre bedient. Das ist so, wenn ich einen Kriminalroman geschrieben hätte, so habe ich halt jetzt eine Agentennovelle geschrieben. Und wenn dabei nebenbei oder irgendwie etwas Politthrillerhaftes zustande gekommen sein sollte, so bin ich natürlich nicht dagegen. Das würde meinen Zweck nicht beschädigen. Privates Anliegen muss sich in der Agentennovelle an politisch-öffentlichen Gegebenheiten reiben. Dieser Gegensatz forderte vom Autor auch ein neues handwerkliches Vorgehen. Ja, erstens sind wir in einem Jahrzehnt oder vielleicht sogar in einer Epoche des grassierenden Narzissmus, also der eigene Bauchnabel als Mittelpunkt der Welt. Und von da stammt das Erwünschteste, was wir heute im Ausdrucksgewerbe haben, die sogenannte Authentizität. Man kann es kaum aussprechen. Und gut, das, was man so aus diesem Ich-Stamm heraus schreibt, dessen glaubt man sich sicher zu sein. Und je weiter man die eigene Problematik ins gesellschaftliche, öffentliche, politische, geschichtliche dehnt, desto unzuverlässiger, desto fragwürdiger kann natürlich, glaube ich, schon das Schreiben werden, weil wir also eben als Gesellschaftsmitglieder uns auch gar nicht mehr so ernst nehmen. Es ist ja immer schon genug, wenn die Privatgeschichte erzählt ist, nicht? Und gut, und bei mir ist halt so ein Bedürfnis entstanden, mich auch in meinen Bewusstseinsverstrebungen und in meinen historischen Bedingungen mit in die Schreibe hineinzubringen. Das ist auf jeden Fall als Bedürfnis zunehmend bei mir.
Die Grenze trennt nicht nur Landschaft. Sie verläuft mitten durch menschliche Beziehungen, durch die Seele, den Geist. Wolf, die Hauptfigur, empfindet die Menschen als Halbierte. Ich gebe zu, ich habe also die Hauptfigur in diesem Buch auch mit privatesten Empfindungen instrumentiert und ausgestattet und habe sie sozusagen auch ins Politische fortgesetzt. Dabei muss ich allerdings sagen, natürlich politisch oder bewusstseinsmäßig empfindet man sich nicht so in dem Sinne geteilt, wie man privat, wenn man etwas gegen sich hat, wenn man nicht mit sich übereinstimmt. Da ist ja das ein etwas Vehementes und auch etwas sehr Schmerzliches. Öffentlich ist das halt ein Bewusstseinsvorgang. Nehmen wir mal an, es gäbe auch ein Leiden im Geiste, nicht nur im Körper und in der Seele. Und dann wäre das politische, öffentliche Getrenntsein erzeugte dann ein Leiden geistiger Art. Aus diesem Leiden heraus kämpft Wolf mit seinen Mitteln gegen die Feindseligkeit zweier deutscher Staaten, gegen die Feindseligkeit auch, die das eigene Bewusstsein bestimmt. Jetzt abgesehen von dem Weltgegensatz, den ich auch also peinlich empfinde zwischen Moskau und Washington, wieso sollen wir in einer Welt leben der Feindseligkeit, wenn es auch anders ginge? Abgesehen davon ist es einfach schon grotesk peinlich, wenn die beiden deutschen Teile, jeder Teil entwickelt sein Selbstbewusstsein mit Hilfe von seiner Feindseligkeit gegen den anderen Teil. Das ist grotesk peinlich. Der Agent Wolf, dieser Halbierte, kann seine Spionagetätigkeit für die DDR nicht einfach als Vergehen empfinden. Was er tut, das tut er, um das Entwicklungsgefälle zwischen beiden deutschen Staaten aufzuheben. Er sieht nicht sich als Verbrecher. Die vollzogene Teilung der Länder ist für ihn das eigentliche Verbrechen. Ja gut, das ist in dem Augenblick, in dem ihm ein Verbrechen vorgeworfen wird, das entstanden ist durch diese Teilung und er gibt das einfach weiter. Er sagt, wenn ich ein Verbrecher bin, dann ist das auch ein Verbrechen, uns so zu teilen. Wolf fehlt ein Teil Heimat. Weil einem ein Teil fehle, weil einem etwas fehle, drum schreibe man, sagt Walser. Sieht er da weitere Parallelen zwischen Wolfs Tun und seinem eigenen, dem Schreiben? Ja, was mir fehlt, was mein Mangel ist, darauf reagiere ich immer schreibend, also nicht nur jetzt in diesem Fall. Und ich habe eben die Unfähigkeit, etwas zu tun, habe ich eben hier Novelle werden lassen. Die Unfähigkeit, etwas zu bewirken, einem Gefühl zur Wirklichkeit zu verhelfen, nicht wahr? Also, dass diese unselige Trennung keine mehr wäre, das ist von mir aus wie 1912, da hatten die Leute diese Sorge nicht, nicht? Hatten sie andere, ich weiß, ja, aber die nicht. Gut, und daraus habe ich halt eine Novelle gemacht und das ist eben meine Art, auf so etwas zu reagieren. Ich kann nicht für die DDR arbeiten, also lasse ich einen so auftreten, dem ich dann meine Empfindungen mitgebe auf den Weg zur Veröffentlichung. Walsers vielbändiges Werk war von der Privatheit von Beziehungen bestimmt. Jetzt ist ein Schritt ins Politische vollzogen. Was bleibt, ist die gelenkige, die agile Sprachkraft. Sie lebt auch in der zentralen Szene, in der Wolf aufgibt und dem Anwalt Buhl seine Agententätigkeit gesteht. Wolf sagte, es handle sich um einen Freund, um den besten Freund allerdings, den er habe. Der sei gestern gekommen, schon eher hereingeplatzt als gekommen. Also Wolf sei auf jeden Fall ganz schön erschrocken, als der plötzlich in der Tür steht und sagt, also Wolf habe gedacht, ihm falle die Zimmerdecke auf den Kopf, als sein Freund ihm einfach ins Gesicht sagt, er, Wolf,
sage das jetzt genauso krass, also ungeschminkt, wie der Freund es, als er sicher gewesen sei, dass Wolfs Frau nicht in der Wohnung war, wie der es ihm, seinem ältesten Freund, einfach ins Gesicht gesagt habe, er sei ein Agent. Und warum sagt er das jetzt auf einmal? Er will aufgeben. Aber wie? Womit muss er rechnen? Welche Form der Kapitulation wirkt am ehesten strafmildernd? Und, das scheint ihm das Wichtigste zu sein, muss auch seine Frau mit Strafe rechnen. Auch soll, sagt er, nur den hiesigen Behörden klar werden, dass er sich selber stellt. Seine früheren Auftraggeber im Osten sollen meinen, er sei aufgeflogen, geschnappt worden. Er will, sagt er, nie ausgetauscht werden. Auch das soll im Gerichtssaal nicht erwähnt werden. Auch hat er niemanden mit hineinzuziehen. Er habe völlig allein gearbeitet. Die ihn unterstützt haben, werde er nicht nennen. Ohne ihn werden die nichts Gesetzwidriges tun. Herr Buhl hatte mitgeschrieben. Jetzt schaute er auf, weil Wolf nicht weitersprach. Sind Sie Ihr Freund? Fragte er. Wolf sagte, ja. Ich begrüße jetzt bei uns Esther Villar, die man eigentlich kaum mehr vorzustellen braucht. Esther Villar ist vor 15 Jahren mit ihrem ersten Buch Der dressierte Mann schlagartig berühmt geworden. Seitdem, Frau Villar, haben Sie immer wieder Bücher vorgelegt, wo Sie gesellschaftspolitische Thesen entwickelt haben, immer provozierende Thesen, zum Teil in Sachbüchern, zum Teil in literarischen, also belletristischen Büchern. Auch auf dem Theater haben Sie gewirkt. Ihr Stück Die amerikanische Päpstin ist, weiß Gott, ein provozierendes und sehr bekanntes Stück. Und jetzt haben Sie eben ein neues Buch geschrieben, es heißt Der betörende Glanz der Dummheit. In diesem Buch entwickeln Sie eine These, nämlich die, dass nicht die, die Dummen sind, von denen wir es eigentlich annehmen, nämlich die unten, sondern die oben, die Führung haben, die Macht haben auf allen Gebieten, das sind eigentlich die Dummen und die Intelligenten sind die anderen, denn sie setzen Intelligenz nicht gleich mit Fähigkeiten haben, sondern gleich mit einer Kombination aus Fantasie und Sensibilität und mit Fantasie und Sensibilität haben es die Mächtigen und die oben sind, nicht so sehr, sagen sie. Erste Frage, Frau Villar, das ist ja eine einfache, wie immer bei Ihnen, eine einfache, griffige These, mit der sich schön provozieren lässt. Ist das Provozieren für Sie ein Lebenselixier? Ist das für Sie ein Motor? Ich brauche es ab und zu und ich wäre eigentlich besser gewesen, wenn ich dieses Buch nicht hätte schreiben müssen. Das wollte ich unbedingt schreiben. Also ich glaube, das eine hat das andere bedingt. Ich war durch die Umstände provoziert und habe diese Provokation jetzt vielleicht weitergegeben. Ich brauche eigentlich beides. Wenn ich etwas Provozierendes geschrieben habe, schreibe ich entweder etwas Lustiges, eine Komödie, oder etwas sehr Sanftes wie eine Novelle. Und dann doch wieder etwas Provozierendes. Sie sagen, Sie haben das Buch schreiben müssen. Ist Ihnen diese Dummheit dermaßen erdrückend erschienen, dass Sie das mussten? Oder ja, warum mussten ja, Sie? Ja, schon seit sehr langem. Das ist etwas, was ich eigentlich ja schon seit meiner Studienzeit, ich bin Ärztin, was mich eigentlich verfolgt. Ich sehe es immer wieder und ich sehe es überall und ich wollte es unbedingt einmal beschreiben. Hatte dann aber trotzdem Angst. Ich habe das Buch vor 2 Jahren etwa angefangen und habe dann die 1,5 ersten Kapitel geschrieben, habe es liegen lassen, habe es einem Verleger gezeigt, der mir dann immer wieder geschrieben hat, ich sollte es fertig schreiben, aber ich hatte ein bisschen Angst, weil ich dachte, ich muss mich gleich wenigstens von der Hälfte meiner Bekannten gleichzeitig verabschieden, wenn ich es veröffentliche. Wenn Sie Dummheit sagen, meinen Sie dann auch wirklich wörtlich Dummheit oder ist das für Sie eine Art Metapher, dass Sie das umschreiben und eigentlich letztlich Intelligenz meinen, nur mit einem anderen Begriff? Ich meine Fantasielosigkeit und Mangel an Sensibilität und ich glaube eben, dass das die eigentliche Dummheit ist. Und dass die Leute, die mit diesen beiden, mit der Fantasielosigkeit und der Unsensibilität gesegnet sind, sozusagen sehr viel leichter haben, nach oben zu kommen in einer Karriere oder reich zu sein, reich zu bleiben. Ich meine, wie fantasielos muss man sein heutzutage, um ein großes Privatvermögen zu haben? Das ist schon mal etwas. Oder um einen Titel zu tragen. Ich meine, ein Titel ist doch eigentlich ein Zeichen. Entweder man hat ihn ererbt, wie ein Adelsprädikat. Zum Glück gibt es das in der Schweiz sehr wenig.
Oder man hat einen Doktortitel oder einen Professorentitel und man führt ihn der Öffentlichkeit vor. Das ist ein solcher Mangel an Sensibilität. Mhm. Und ich sehe das eigentlich überall und in den großen Karrieren natürlich sowieso. Sie reduzieren ja die ganzen menschlichen Probleme jetzt auf diese Polarität, Dummheit und Intelligenz in diesem Buch. Sie machen es anhand von verschiedenen Gebieten, zum Beispiel der Kunst, nehmen wir mal das heraus. Sie sagen, Künstler... Ich vereinfache auch wieder, Künstler, die erfolgreich sind, die einen Stil gefunden haben, sind eigentlich fantasielos. Und das überrascht doch eigentlich, weil man ja Künstler doch wirklich für fantasiebegabt halten würde. Ja, ja, zunächst braucht man diese Fantasie natürlich, um Künstler zu werden, um seine ersten Kunstwerke zu schaffen. Aber beim Maler ist es am leichtesten zu sehen. Sobald er dann seinen Stil gefunden hat, den Stil, mit dem er Erfolg hat, der sich verkauft, der ihn berühmt macht, kopiert er sich selbst und malt immer wieder weiter in dem gleichen Stil. Außer Marcel Duchamp und Picasso, der manchmal wenigstens seinen Stil, seine Perioden gewechselt hat, kenne ich eigentlich keinen Maler, oder das heißt, dass ich ihn nicht kenne, bedeutet nur, dass ein Maler, der sich häufig verändert oder ein Künstler, der sich häufig verändert, gar nicht berühmt werden kann und nicht berühmt bleiben kann, er geht wieder unter. Also werden die berühmten Künstler in der Regel ihre Fantasie zügeln und sie werden dann in Zukunft eben diese Aktien malen, die Wandaktien, die wir alle kennen, oder Schecks schreiben, Bestsellerautoren, die immer wieder das Gleiche machen. Sie verlieren ihre Fantasie mit der Zeit. Ich glaube, es gibt auch eine sekundäre Dummheit, eine erlernbare Dummheit. Und das ist das Problem vieler erfolgreicher Künstler. Sie schreiben auch da drin über die Schriftsteller, dass jemand, der nicht über eine gewisse Portion Dummheit verfügt, ein solches Buch, ich vereinfache es auch wieder, wie Sie es geschrieben haben, gar nicht schreiben könnte. Ja, das Buch ist eine große Vereinfachung. Sind Sie dumm? Ich denke nicht, dass ich dumm bin, aber ich glaube nicht, dass ich zu den Allerintelligentesten gehören kann, aufgrund meiner eigenen Logik. Denn... ich bin vielleicht sehr gut im Vereinfachen. Und Vereinfachen heißt immer, dass man sich von der Wirklichkeit entfernt, die ja sehr komplex ist und sehr kompliziert. Ich glaube also, dass ich wahrscheinlich nicht zur Spitze gehöre, sondern eher zum mittleren Maß. Und vielleicht noch ganz kurz abschließend, Frau Villa, das ist doch auch gefährlich, diese These, die Sie da aufstellen. Denn ich kann mich jetzt bequem zurücklehnen und sagen, die Tatsache, dass ich nicht sehr erfolgreich bin, die Tatsache, dass ich keine Führungskraft bin, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht besonders intelligent oder nicht besonders fleißig bin, sondern es hat damit zu tun, dass ich eben gerade intelligent bin. Ich kann mich zurücklehnen und völlig unkreativ verharren. Das ist doch gefährlich, was Sie da schreiben. Ja, das können Sie schon, aber andererseits kann es auch einen ganz anderen Effekt haben. Sie können sagen, jetzt schaue ich mal genau, wer mein Vorgesetzter ist, wer da oben ist, wer ist an der Spitze der Kirchen, der Banken, der Großindustrie, des Militärs, und ich schaue ihn mal genau an, ob er wirklich so fantastisch ist, wie er vorgibt zu sein, oder ob ich, der fantasievolle, sensible, vielleicht aufgrund meiner Fantasie das alles in ihn hineindenke. Und insofern wäre das Buch dann wiederum eine Waffe gegen diese Art von Fantasielosigkeit. Aber ich glaube, im Grunde hat die Dummheit schon auf allen Ebenen gewonnen. Wir können gar nicht mehr sehr viel machen. Wir nehmen den Kampf trotzdem, glaube ich, noch auf. Ich hoffe, mit dem nächsten, den wir Ihnen jetzt vorstellen, mit dem nächsten Schriftsteller, nämlich mit Gerhard Köpf. Gerhard Köpf ist Allgäuer, er ist 39 Jahre alt und hat bis jetzt 3 Romane veröffentlicht. Schon für den ersten hat er einen Preis bekommen und die Auszeichnungen folgten dann. Gerhard Köpf ist gegenwärtig Stadtschreiber in Bergen-Erkheim, ein Posten, den auch Peter Pixel mal innehatte. Sein Brot verdient er als Germanistikprofessor in Duisburg. Köpf hängt an seinem Brotberuf, denn er möchte nicht abhängig sein von schriftstellerischen Erfolgen. Und das ist vielleicht mit ein Grund, dass bis jetzt die Erfolge sich immer wieder eingestellt haben. Gerhard Köpfs neues Buch heißt »Die Erbengemeinschaft«. Eine Kalebasse, ein Kürbis mit unzähligen eingeritzten Szenen, lässt die Kerne im Innern rollen wie Murmeln und erzählt. Die Kalebasse ist die Quelle aller Ereignisse, von denen Gerhard Köpfs Roman »Die Erbengemeinschaft« handelt. Und es sind zahllose, miteinander verknüpfte, üppig wuchernde Geschichten, von denen dieses Buch berichtet. Die Kalebasse diktiert sie dem Erzähler, der die Geschäfte einer Erbengemeinschaft aufzulösen hat, das heißt seiner Familie, deren 150-jährige Geschichte er mit Hilfe der Kalebasse erzählt. Beruflich ist der Erzähler zurzeit in Anspruch genommen von Dreharbeiten. Er berät die McDonald Unlimited bei ihrem Film »Der süße Brei«, einer Schlaraffenland-Verfilmung in Hollywood-Manier. Allerdings werden die Dreharbeiten immer wieder gestört durch ein Kameradschaftstreffen ehemaliger SS-Angehöriger, für das der gleiche Schauplatz vorgesehen ist wie für den Schlaraffenland-Film, nämlich Schloss Neuschwanstein.
Soweit die verschiedenen Handlungsstränge des Romans. Die Gegend, in der sich das Ganze abspielt, ist das Allgäu, im Buch Tulcerne genannt. Insgesamt bietet Tulcerne für die Bebilderung des Schlaraffenlandes alle Vorteile. Nirgendwo ist unsere mausgraue Republik so gemütlich eingedickt, so heimelig, wellig, bucklig und krumm. Nirgendwo sind die Spazierwege sauberer geteert. Nirgendwo herrscht fröhlicheres Immergrün. Nirgendwo ist die Verbunkerung besser getarnt. Nirgendwo wird, was stören könnte, geschickter unter den Teppich gekehrt. Kurz und gut, unser Tulcerne zwischen Innerfern und Neuschwanstein ist die ideale Kulisse zur Verfilmung westlich zivilisierten Lebensgefühls. Stichwort Innerfern. So heißt Köpps erstes Buch, das 1983 herauskam. Sein zweiter Roman, Die Strecke, erschien 1985. Und nun die Erbengemeinschaft. Köpf bezeichnet sie als zentralen Teil eines Triptychons, verbunden durch den Schauplatz Tulcerne zwischen Paradies und Hölle. Ihre drei Bücher spielen alle am gleichen Schauplatz, ja, in der gleichen Gegend. Ist das das Allgäu oder ist das ein erfundenes Tulcerne? Es ist ein erfundenes Tulcerne, es ist ganz wichtig. Ich verstehe mich nicht als Schriftsteller des Allgäus. Ich komme zwar von dort und natürlich fließen in dieses Tulcerne Erfahrungen ein, die ich dort gemacht habe. Aber es ist bewusst angelegt als eine fiktive Landschaft, die mir als Erfinder viel mehr Möglichkeiten gibt. Es kommt mir auch nicht auf eine fotorealistische Darstellung an, sondern wichtig sind die Übergänge von Realistischem und Fantastischem. Das gilt ja eigentlich auch für die Familiengeschichte, die Sie erzählen in diesem Buch. Ja. Die weitet sich ja immer aus ins Mythische, aber es geht aus von einer Chronik. Es geht aus von einer Chronik, die sehr stark verbunden ist mit deutscher Geschichte. Es ist also das Ende der Aufklärungszeit, in der der Anfang der Sippengeschichte liegt. Und sie hört auf am 8. Mai 1985. Und das ist also der Tag der Kapitulation, aber eben 30 Jahre versetzt. Sie haben auch eine ganze Portion Zeitkritik verpackt in dieses Buch. Ja, ich sehe also auch das Erzählen nicht nur als Fabulieren, das mir zwar sehr viel Freude macht, aber ich sehe schon auch die Verpflichtung, dieses Fabulieren einzubinden in einen jeweiligen politischen Kontext und nicht nur abgehoben, unverbindlich zu erzählen, sondern stets die Verankerung wahrzunehmen, so wie es die lateinamerikanischen Epiker leisten, die ja auch nicht einfach so ins Blaue hinein ihre Phantasmagorien entwickeln, sondern die sehr konkret und sehr elementar zu tun haben mit der jeweiligen politischen Situation des Erzählers auch. Die aus Lateinamerika stammende Kalebasse wird vom Erzähler immer wieder als Weltgedächtnis oder als tätowierte Weltenbrust bezeichnet. Auch die Personen wie die Urmutter Jascha aus den polnischen Sümpfen oder der Tüftler Kosmas werden mit den immer gleichen Wendungen und Formulierungen charakterisiert. Köpf entwickelt in diesem Buch eine durchkomponierte Leitmotivtechnik, die auf reizvolle Weise das komplizierte Handlungsgefüge zusammenhält, uns Personen plastisch ins Gedächtnis ruft, auch wenn sie lange nicht mehr vorgekommen sind. Denn mit jeder Drehung der Kalebasse rücken andere Geschichten und Figuren in den Vordergrund, wortgewaltig und fantasievoll geschildert, humorvoll und sarkastisch gezeichnet. Bei dieser Fülle ist es für den Leser nicht leicht, den Überblick zu behalten. Hinzu kommt die Doppeldeutigkeit der Motive. Das Wort Erbengemeinschaft zum Beispiel steht nicht nur für die skurrile Familie des Erzählers, sondern zielt auf uns alle, als eine Generation von Erben, die in die satte Gegenwart eines Schlaraffenlandes hineingeboren wurden. Die Wiederkehr der gleichen Wendungen wird da zum strukturierenden Element. Auf diese Art und Weise dachte ich auch, den Leser ein bisschen an die Hand nehmen zu können und ihm mithilfe dieser Leitmotive eine Art Stramin für dieses sehr komplexe Erzählmodell aufzuzeigen. Was könnte ja sein, dass er ein bisschen überfüttert ist am Schluss? Ja nun, es ist vom Schlaraffenland die Rede und da soll er nicht hungrig weggehen. Was mir sehr gefällt an Ihrem Buch ist, dass es keine Nabelschau ist. Trotzdem rechnet der Erzähler am Schluss ab. Wie geht das zusammen? Also ich bin ein eingeschworener Gegner der sich selbst bespiegelnden, ich-süchtigen Literatur. Mich interessiert vielmehr das Verschwinden des Malers im Bild. Also ein Erzähler, der sich in den Dienst des Erzählens stellt,
Das mag ein bisschen, wenn man die gegenwärtige deutschsprachige Literaturszenerie betrachtet, abweichend sein. Und viele Kritiker standen ja auch wie paralysiert auf diese ich-süchtigen Autoren. Das ist etwas, was mich eigentlich gar nicht interessiert, sondern mich interessiert das Einbeziehen des Erzählers in einen Kontext, in einen erzählerischen Ablauf. Am Ende verstummt die Kalebasse, sie mag nicht mehr. Sie kündigt ihren Erzählauftrag, denn sie gibt sozusagen das letzte Wort zurück, sie will es nicht haben. Ein Erzählauftrag, der ja einsetzt damit, dass sie, wie sie selber von sich sagt, schon Homer die Hand führte. Und diese Möglichkeit des Erzählens hat sie nun als eine erkannt, die am Ende angelangt ist. Denn die Gefahr ist natürlich bei so einer Kalebasse sehr groß, dass es additiv beliebig wird. Und wenn also da nicht ein erzählerisches Gegengewicht geschaffen wird, man kann seine Haut nicht überstrapazieren. So viele Geschichten bedeutet so viele Schrunden, so viele Risse, irgendwann ist Schluss. Gegen Schluss wird die Kalebassenhaut dann doch noch fast überstrapaziert. Die Wiederkehr des Immergleichen in neuen Variationen mag den Leser ermüden. Das böse Ende setzt der Handlung dann doch noch einmal ein Glanzlicht auf. Das Häuschen der Erbengemeinschaft wird versteigert und entpuppt sich als Spekulationsobjekt. Die Arbeit am Schlaraffenland-Film endet trotz Traumschlosskulisse im Chaos einer Demonstration gegen das Treffen der SS-Leute. Das in der Landschaft Tulsern spielende Triptychon hat damit seinen satirisch zugespitzten Abschluss gefunden. Aber es wäre schade, wenn die literarische Gegend Tulsern, zwischen Allgäu, Schilda und Seldwyla gelegen, für immer von der Landkarte verschwinden würde. Und es wäre ein Verlust für die Leser, wenn das nicht weiterginge, was Gerhard Köpfs Tulsern-Geschichten ausmacht. Die gelungene Mischung von Fabulieren und Kritisieren. Gerhard Köpfs Roman Die Erbengemeinschaft ist Nummer 7 auf unserer Aprilliste 10 Bücher im Gespräch. Die Liste sieht im Ganzen so aus. Auf Platz 10 Alexander Grossmann, Nur das Gewissen. Ein Porträt des Schweizer Konsuls Karl Lutz, der in der Nazizeit Tausenden von Juden das Leben rettete. Auf Platz 9 Hans Meyer, Das unglückliche Bewusstsein zur deutschen Literatur von Lessing bis Heine. Auf Platz 8 Gerd Hofmann, Unsere Vergesslichkeit. Eine vielschichtige Geschichte über Vergessen und Vergesslichkeit. Und auf Platz 7 eben Gerhard Köpf, Die Erbengemeinschaft, eine Chronik der letzten 150 Jahre, deren Erbe wir sind. Platz 6, Botho Strauß, Niemand anderes, Darstellung menschlicher Charaktere anhand von Physiognomien. Auf Platz 5, Adolf Muschk, Der Turmhahn, neue Liebesgeschichten. Auf Platz 4, Josef Winkler, Der leibeigene Roman von der Rückkehr in eine Heimat, die bewältigt werden will. Auf Platz 3, Gabriel Garcia Marquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera, die Geschichte einer lebenslangen Liebessehnsucht, die schließlich gestillt wird. Auf Platz 2, Elias Canetti, Das Geheimherz der Uhr. Aufzeichnungen von 1973 bis 1985, Fortsetzung des großen Werkes Provinz des Menschen. Und schließlich auf Platz 1 Günter Kunert, Berlin bei Zeiten. Gedichte über Berlin, das Landleben, über das Reisen und über andere Dichter. Die Rubrik Wiedergelesen betreut heute die Berner Kritikerin Elsbeth Pulver. Frau Pulver, Sie haben sich einen Schriftsteller ausgewählt, der nicht sehr bekannt ist, nämlich Josef Viktor Wittmann. Von ihm ist eben ein Bändchen erschienen mit dem Titel Verehrte Leser, sagen Sie nicht nein. Dieser Wittmann hat gelebt in Bern von 1842 bis 1911. Er war Pfarrer, Erzieher, Journalist, Freund von Brahms, Verehrer von Spitteler. Die Franzosen würden sagen, un homme de lettres. Warum haben Sie den wieder hervorgeholt? Wir haben nicht so viele hommes de lettres in der Literatur, dass wir uns leisten könnten, auf diese zu verzichten. Und Wittmann war ein homme de lettres. Und er war dazu ein politisch interessierter Mensch. Das macht eine sehr interessante Kombination aus. Er war während 3 Jahrzehnten Redaktor am Berner Bund und hat das Feuilleton zu internationalem Ansehen geführt, war übrigens nicht nur ein Freund von Brahms und Spitteler, sondern er hat als allererster überhaupt Texte des 20-jährigen handlungsbeflissenden Robert Walser veröffentlicht und dazu brauchte es eine große
literarische Intuition und über die hat Widmann verfügt. Was hat er selber geschrieben? Er hat verschiedene Texte geschrieben, unter anderem Dramen mit mythologischen und biblischen Motiven. Diese Dramen, also ich glaube, die können wir vergessen vorläufig, die brauchen wir nicht heraufzuholen, die sind verstaubt. Hingegen lebt Widmann in seinen Nebenwerken, in seinen Erzählungen, in seinen Feuilletons, in seinen Briefen, in seinen Kritiken. Und zwar sind die von einer Liebenswürdigkeit und Eleganz, dass man ganz vergisst manchmal, dass sie auch tief ernst sind. Widmann hat nämlich eine ausgesprochen tragische Weltsicht gehabt. Er war ein Pessimist nach Weltanschauung, ein Sanguiniker nach seinem Temperament. Und diese Nebenwerke nun, die sind in diesem kleinen Bändchen, das Sie schon vorgestellt haben, die sind da aufs Glücklichste präsentiert. Also ich glaube, man kann nur der Aufforderung des Titels folgen. Vielen Dank, Frau Pulver. Und ich komme nochmal zurück auf unsere Kritikerliste, 10 Bücher im Gespräch. Seit es die Liste gibt, taucht mit schöner Regelmäßigkeit der Name Gerd Hofmann darin auf. Im April 85, im Mai 85, Mai 86, Juni 86, März 87 und wie eben gehört auch im April 87 mit unserer Vergesslichkeit. Gerd Hofmann ist ein Schriftsteller der mittleren Generation, dessen Bücher man kennt, dessen Bücher man schätzt, das tun eben auch unsere Kritiker, aber von ihm selber weiß man nicht viel mehr. Darum hier heute ein Porträt Gerd Hofmann. Vor 5 Jahren ist Gerd Hofmann mit seiner Familie aus dem Ausland nach Deutschland zurückgekehrt. Vorübergehend, wie er sagt, bis die jüngste Tochter aus der Schule ist. Über 20 Jahre hat der 1932 in Sachsen geborene Hofmann an namhaften europäischen und amerikanischen Universitäten als Gastdozent Germanistik gelehrt. Nun lebt er als freier Schriftsteller in der Nähe von München. Gerd Hofmann begann seine schriftstellerische Laufbahn als Dramatiker. Das war Anfang der 60er Jahre. Die Situation an den deutschen Bühnen, die Ausrichtung auf das Regietheater, empfand er aber als zu wenig attraktiv, zu wenig anregend für seine Arbeit. Er wandte sich dem Hörspiel zu. In den folgenden Jahren verfasste er über 50 Hörspiele. 1979 veröffentlichte er seine erste Prosa, für die er den Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt. Er war damals schon 47 Jahre alt. Seither gilt Hofmann als der bekannteste und erfolgreichste Geheimtipp unter den deutschsprachigen Schriftstellern. Gerd Hofmann, Sie haben Theaterstücke geschrieben, Hörspiele, schreiben jetzt Prosa. Was für Erfahrungen haben Sie mit diesen verschiedenen Formen gemacht? Ja, die Haupterfahrung ist wahrscheinlich die, dass ich mich mehr Herr meiner selber fühle, wenn ich Dinge auf dem Papier verfassen darf und die Vermittlung durch einen Schauspieler oder durch einen Regisseur, der die Sache gewissermaßen nochmal übersetzt, darauf verzichten kann. Für mich ist die interessanteste Form doch die Form der Prosa, mit der man unheimlich viel anstellen kann, weil man eben keinen Schauspieler oder keine Stimme da hat, für die man eine Rolle schreibt, sondern weil man eigentlich in der Prosa alles kann. Man kann also die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart, das, was man denkt, das, was nicht ist, das, was ist, alles in einen Satz bringen. Und diese Sache, also das, was man sagen will, in einen Satz bringen und durch den Rhythmus, durch die Musikalität, durch den Inhalt des Satzes eine Art magischen Akt vollführen, das ist das, was mich reizt. Ein Satz ist ja nicht eine Übersetzung eines Gedankens oder einer Idee oder einer Vorstellung. Ein Satz ist ja ein Wesen für sich, ein eigenes Wesen, nicht wahr, das einen Körper hat, nicht wahr, das atmet, das Dinge aufnimmt und ausscheidet, das man berühren kann, das man fühlen kann, die man riechen kann. Einen Satz schreiben ist für mich ein magischer Akt. Und ich zaubere lieber selber, als dass ich andere Leute als Regisseure oder Schauspieler mit der Zauberei beauftrage. Man spürt Gerd Hofmanns bisherigen Büchern die Erfahrung mit der dramatischen Form an. Die Geschichten werden vom Erzähler oft im Wechsel von direkter und indirekter Rede erzählt. Das steigert Unmittelbarkeit und Spannung.
Zudem hat Hoffmann ein Gespür für dramatische Situationen, für spezielle Perspektiven, von denen aus erzählt wird. In Veilchenfeld schildert Hoffmann aus der Sicht eines 10-jährigen Knaben, wie ein jüdischer Intellektueller in einer deutschen Kleinstadt während der Nazizeit durch Schikanen und Provokationen in den Freitod getrieben wird. Was das Kind erlebt, kann es nicht begreifen. Es erzählt, was es hört und sieht, unfähig zu moralischer Wertung und politischer Analyse. Die Welt, in die es hineinwächst, erscheint ihm gespenstisch, was sich auf den Leser überträgt. In Unserer Eroberung wird ebenfalls aus der Sicht von Kindern erzählt. Der 8. Mai 1945, das Ende des Krieges, wird geschildert. Ein paar Jungs unternehmen einen Rundgang durch die zerstörte Stadt. Auch hier wieder keine Wertung dessen, was die Kinder sehen. Sie beschreiben kühl und illusionslos. Durch die Perspektive der Kinder wirkt die Erwachsenenwelt grotesk wie ein Panoptikum. Sie waren ja während der Nazizeit und des Krieges selbst Kind. Sind diese Bücher Verarbeitung dieser Erfahrungen? Ja, die Kindheit ist für jeden Schriftsteller, ob Nazi- oder Kriegskindheit oder nicht, die wichtigste Zeit, glaube ich. Man fällt immer zurück auf seine Kindheit. Die Kindheit ist das große Reservoir, aus dem ein Schriftsteller sein Leben lang schöpft. Ich habe keine spektakulären Erfahrungen gehabt als Kind. Ich bin in einer kleinen sächsischen Stadt aufgewachsen und habe diese schlimmen Dinge, von denen man mir nichts sagt, eigentlich meist als Gerüchte, als Vermutungen kennengelernt. Deshalb ist vielleicht auch das Gerücht, das spielt in meinen Büchern eine große Rolle, was die Leute also sagen oder andeuten. Bei mir ist es nur so, dass dieser wichtige Lebensteil, die Kindheit, zusammenfällt mit dieser Zeit. Und deswegen wird diese Zeit als potenzieller Gegenstand meines Schreibens immer da sein. Ich werde immer versucht sein, darauf zurückzukommen, weil sich eben wesentliche Dinge, wesentliche für meine Sozialisierung oder für meine Formation in dieser Zeit abgespielt haben. Ich habe die Menschen in dieser Extremzeit kennengelernt und werde sie Zeit meines Lebens so sehen. Für den Roman Auf dem Turm erhielt Gerd Hofmann 1982 den Alfred-Döblin-Preis. Auch hier eine Extremsituation. Ein deutsches Ehepaar wird durch eine Autopanne in einem verarmten sizilianischen Dorf im Landesinnern festgehalten. Albtraumartig schildert Hofmann, was dem Ehepaar widerfährt. Die eigene Ehekrise und das aussichtslose, schauerliche Elend der Dorfbevölkerung, die für Geld sogar den Tod als Touristenattraktion anbietet. In Gespräch über Balzacs Pferd beschäftigt sich Hofmann in 4 Novellen mit der Situation und dem Befinden des Schriftstellers. Besonders eindringlich und von großer Intensität ist die Novelle über den Schweizer Dichter Robert Walser. In der Erzählung Blindensturz wechselt Hofmann die Perspektive. Angeregt durch das Bild von Peter Bruegel lässt Hofmann die Blinden aus ihrer Sicht den Tag schildern, an dem sie gemalt wurden. Sie werden als Material benutzt. Ihr Schicksal interessiert den Maler nicht. Er sieht nur sein Kunstwerk. Die Ohnmacht und Verzweiflung der einen wird so zur Grundlage für den Ruhm des anderen. Und doch ist der Künstler derjenige, der gegen das schlechte Gedächtnis der Zeit Situationen festhält, also dem Vergessen entgegenwirkt. Das neueste Buch, Unsere Vergesslichkeit, erscheint wie ein Konzentrat all der Themen, die Hofmann immer wieder beschäftigen. Die Situation des Schriftstellers, die Frage nach der persönlichen Wahrnehmung und deren Grenzen, die Möglichkeit, durch Vergessen auch zu verdrängen und eben auch nicht vergessen können. Vergesslichkeit, Vergessen ist ja eigentlich ein abstraktes und sehr schwieriges Thema. Sie haben aber daraus eine Geschichte gemacht, sehr fassbar, ja zuweilen sehr amüsant. Was war eigentlich bei Ihnen zuerst da, die Geschichte oder die Idee, über Vergesslichkeit etwas zu schreiben? Ja, die Geschichte war zuerst da. Die Geschichte ist immer zuerst da. Man kann ja kein Buch schreiben über gewisse Themen, man kann nicht darüber erzählen, sondern die Geschichte präsentiert sich erstmal in Form eines ersten Satzes. Und in diesem ersten Satz, wenn man Glück hat, steckt eigentlich die ganze Geschichte. Sie muss nur herausgezogen werden. In diesem Fall war das
diese Sache mit der Vergesslichkeit, die ja außerordentlich vielschichtig ist. Man vergisst ja auf sehr verschiedene Weisen. Mir fällt auf, nicht wahr, dass ja der ganze Mensch, das ganze menschliche Ich eigentlich ans Gedächtnis geknüpft ist. Was sind wir ohne unser Gedächtnis? Wir sind ja in diesem Augenblick nicht mehr das, was wir vor 5 Minuten waren, was wir vor 5 Tagen waren, vor 5 Jahren waren. Das zerfällt ja, das so bröckelt ja ständig hinter uns. Und das lässt sich natürlich viel besser in einer Erzählung, also in einer nachgeschaffenen Welt, in nachgeschaffenen Menschen, nachgeschaffenen Situationen belegen, als mithilfe eines philosophischen Traktats. Und das wollte ich machen. Ich wollte eine ganze Welt zeigen, nicht wahr, in der dieses Problem, dass der Mensch vergisst, dass der Mensch also in dieser Hinsicht sehr begrenzt ist. Was geschieht in so einer Welt? Wie sieht das aus? Nicht wahr? Wie zeigt sich der Mensch? Unter Betonung dieses Phänomens, nicht wahr? Ich vergesse, ich bin nicht immer derselbe. Ich vergesse mich selbst, ich vergesse die anderen. Ich vergesse das, was ich gesagt habe, was ich gewesen bin. Und das kann je nach Akzent, kann das sehr amüsant und sehr lustig sein, aber auch tragisch. Es kann fassenhaft sein und es kann sehr traurig sein. Gerd Hofmanns Bücher sind durch die packende Erzählweise, durch das intelligente Nebeneinander von Tragik und Komik, durch die Virtuosität und Parabelhaftigkeit sicher Bücher, die man so schnell nicht vergisst. Damit, meine Damen und Herren, sind wir schon bei unserem Biografiespiel und zuerst bei der Lösung der Frage aus der letzten Sendung. Der gesuchte Staatsmann ist fast täglich in unseren Medien präsent. Es ist der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow. Diese Biografie des Dissidenten Sores Medvedev war Anlass für unsere Fragen. Wie immer haben wir 3 Gewinner ausgelost. Der erste Preis, ein Schweizer Bücherbon im Wert von 200 Franken, geht an Christian Roth in Rüffenacht. Der zweite Preis, ein Bücherbon im Wert von 150 Franken, geht an Markus Egli in Langnau im Kanton Bern. Und schließlich der dritte Preis, 100 Franken Bücherbon, an Hans Scheck in Zürich. Das neue Spiel. Wir suchen diesmal eine Frau, die ihre Zeitgenossen unter anderem mit ihrer Schönheit bestach. Wie immer 3 Anhaltspunkte. Sie entstammt einer wohlhabenden Familie aus Nordeuropa. Hier sitzt sie zwischen Eltern und Geschwistern. Berühmt wurde sie vor allem mit einem Buch, das sie über ihre Zeit in einem fernen Kontinent schrieb. Dieses Bild zeigt sie vor ihrem Jagdzelt. In den späten Jahren kehrte sie nach Europa und in ihr Vaterhaus zurück. Die Schriftstellerin arbeitete hier bis zu ihrem Tod im Alter von 77 Jahren. Wer ist die gesuchte Dame? Wenn Sie es wissen, schreiben Sie Ihren Namen auf eine Postkarte und schicken Sie diese bis zum 11. Mai an das Literaturmagazin Fernsehen DRS, Postfach 8099 Zürich. Bei der gleichen Adresse können Sie auch eine Liste all der Bücher bekommen, die wir heute erwähnt haben. Wir brauchen dafür allerdings von Ihnen einen mittelgroßen, an Sie adressierten und frankierten Briefumschlag. Das nächste Literaturmagazin, meine Damen und Herren, ist am 17. Mai im Fernsehen DRS und am 23. Mai auf Dreisat. Auf Wiedersehen.